Das ist mein Freund Thomas Schmidt. Zusammen mit Jakob haben wir den Podcast Baywatch Berlin. Und da hat der Thomas erzählt, dass er so panische Angst hat, gegen Gesetze zu verstoßen, dass er zwanghaft anständig ist. Vor unserem Büro ist eine große Baustelle. Und es gibt einen kleinen Umweg, den man fahren kann. Und den wollte ich fahren. Und dann sehe ich ein Schild nur für Anlieger. Ja. Dann bin ich den weiten Umweg durch ganz Friedrichshain gefahren. Weil du da nicht wohnst. Das ist Quatsch. Darum geht's doch nicht. Es geht um ein Gesetz. Wenn da Stopp ist, dann ist Stopp. Er will immer alles richtig machen. Vor allem bei Kontrollen. Du bist der staatstreueste Bürger, den ich kenne. Ich habe einfach mit der Polizei nichts zu tun. Ich wurde einmal von der Polizei angehalten und da war ich 18. Und ich glaube, ich habe eine Art Lampenfieber entwickelt, dass ich hier denke, ich will alles vermeiden, dass ich auf die Bühne muss. Polizeilampenfieber. Ja. Das hat uns auf eine Idee gebracht. Wir wollen ihn mit einer Schocktherapie von seinen Ängsten befreien und legen ihn rein. Mit einer falschen Polizeikontrolle. Wir wollen heute so eine Art Desensibilisierung machen gegen diese Angst. Ja. Und deswegen schenken wir ihm heute eine Therapie. Und werden ihm für sein weiteres Leben die Gewissheit geben, dass Polizeikontrollen gar nicht so schlimm sind. Denn schlimmer als heute wird es nie wieder für ihn. Wir haben einen ganzen Parkplatz angemietet und überall Kameras versteckt. Und vor allen Dingen mussten die Kameras so gut versteckt sein, dass jemand wie Schmidt, der vom Fach ist, sie nicht sieht. Ja. Und deswegen waren da wirklich extrem gut versteckt, muss man sagen. Einige haben wir gar nicht wiedergefunden. Nee. Dann haben wir echte Polizisten gemietet und mit Kameras ausgestattet. Diese zwei Polizisten, die da hinter diesem Polizeiauto stehen, die sind mit dabei, das sind echte Polizisten, die so tun, als seien sie im Dienst, aber eigentlich hier Schauspielerpolizei ist. Geil, der Polizei Anweisungen geben. Die haben einen sogenannten Knopf im Ohr und da können wir den nämlich drauf sprechen. Währenddessen war Thomas noch im Florida-Büro. Wir haben ihm unter einem falschen Vorwand einen Termin in seinem Kalender eingetragen. Deshalb kannten wir seine Route und wussten, wann er ungefähr losfahren müsste. Diese Route führte ihn quer durch Kreuzberg und direkt an unserem Parkplatz vorbei. Wir werden ihn in eine Polizeijargon, Achtung, Mausefalle locken. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, ob er der unbescholtene Bürger ist, der er vorgibt zu sein. Dann haben wir uns versteckt in so einem Van. Nimm mal deinen Funkladung. Und in den anderen parkenden Autos überall Kameras versteckt. Gut, ne? Wenn er den ersten Polizisten sieht, hat er schon Puls 170. Irgendwas in ihm sagt ihm dann, jetzt fliegt alles auf. Pauli? Hallo Jakob, Schmidti fährt jetzt los. Ist losgefahren. Wann ist er losgefahren? Jetzt gerade in der Sekunde. Okay, danke Pauli. Okay, dann alle weg, die er kennen könnte. Er kennt alle. Er kennt alle, richtig. Ich bin aufgeregt. Dann haben wir einen Kollegen an die Straße gestellt. Und dann musste die Falle im Grunde einfach nur zuschnappen. Seid ihr alle auf Position? Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Es könnte jederzeit soweit sein. Wir gehen davon aus, dass es noch so 2-3 Minuten dauert. Der hat diesen grauen Audi, so anthrazitfarbener Audi. Da wurde er vom ersten Späher gesichtet. Er kommt. Da ist er. Da ist er. Guten Tag, Standkontrolle. Fahren Sie bitte rechts rauf zu meinem Kollegen. Ja, alles klar. Danke. Okay, ja, genau. Achten Sie auf die Radfahrer bitte, ja. Oh, jetzt könnte es schon sein, dass aus Versehen jemand tot fährt, weil er so aufgeregt ist. Ist er schon ganz hektisch da. Oh, ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen. Ich nicht. Jetzt sei ruhig, lass mich das jetzt genießen. Der denkt jetzt schon, wie kann ich da richtig, wie muss ich halten? Guten Tag, ich bin hier in der Polizei. Wir hätten gerne mal Führerschein und Fahrzeugschein gesehen. Er weiß hundertprozentig nicht, wo das alles ist. Der wurde das letzte Mal kontrolliert, als er 18 war. Guten Tag. Wo sind Sie gerade hin auf dem Weg? Ich bin auf dem Weg zum beruflichen Termin. Okay. Oh, ich liebe, wie gestresst er ist. Darf ich fragen, wohin es geht, zu welchem beruflichen Termin? Es ist eine Location-Besichtigung. Okay. Für Arbeit in einer Fernsehproduktionsfirma. Okay. Gut, Herr Schmidt, Sie können jetzt meine Mutter ausmachen, genau. Schenken Sie aus. In der böse Opa. Was gehört zu einer ganz normalen Verkehrskontrolle? Alkoholtest, ne? Ja, klar. Jetzt müssen wir noch mal so das Standardprogramm. Haben Sie was getrunken? Haben Sie irgendwie Alkohol getrunken in irgendeiner Form? Nee. Meine Frage, würden Sie den Alkoholtest machen? Woher kommt der Verdacht jetzt? Das ist eine Verkehrskontrolle. Ja. Und wir wollen jetzt ausschließen, dass Sie unter Alkohol stehen, sodass Sie fahrfähig sind. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da... Ja, also was würde das bedeuten? Wir machen, Sie pusten jetzt einmal, kennen Sie wahrscheinlich aus dem Film, halt. Sie sagten ja, Sie sind im Filmgeschäft tätig. Ja. Sie pusten einmal, wenn der dann sagt 0,0, ist das doch schon mal ausgeschlossen. Ja, das ist doch schon mal eine Nummer weiter. Das machen wir. Alles klar. Also auf mich hat er auch, also einfach
mal unbeteiligte Einschätzung, sturzbetrunken gewirkt. Passen auf, dann machen wir jetzt gleich einen Test. Wann haben Sie zuletzt Alkohol getrunken? Wann haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken? Wann war das? Oh, muss ich wirklich überlegen. Gestern Abend spät vielleicht? Da bin ich jetzt stolz drauf. Gestern Abend spät vielleicht? Nein, nicht gestern Abend, letzte Woche. Letzte Woche erst, okay. Ja, ja. Sie sehen schon ein bisschen mitgenommen aus. Wir sehen auch ein bisschen mitgenommen aus. Viel Stress oder so? Oder? Nee, ich habe schlecht geschlafen. Okay, dann möchte ich Sie bitten, so lange zu pusten. Das hören Sie dann schon, wenn Sie aufhören können. Ja. Weiter. Ja. Okay, reicht. 0,0. Da stand da 0% Alkoholgehalt im Blut. Ne? Dann denkt man erst noch, gute Nachricht. Ne? Aber eigentlich, wenn man weiterdenkt, ist das ja eine schlechte Nachricht. Weil, was ist es dann? Schon mal Drogen genommen. Haben Sie schon mal Drogen konsumiert? Nee. Weil nur mit 5-6 Bierchen hat der sich heute hier nicht zufrieden gegeben, offenbar. Ne? Sie sagen, Sie haben mit Drogen noch nie was zu tun gehabt? Nee. Noch gar nicht? Auch nicht früher mal in den Jugendjahren beim Feiern oder ähnliches? Gut, ich würde dennoch ein paar Tests mit ihm machen, weil sie wirken mir sehr nervös halt, was einen ungewöhnlichen Eindruck macht. Jetzt würden wir gerne mal einen Pupillentest machen hier. Geht's noch weiter? Ja. Ja. Ich würde ihn jetzt mal ganz kurz in die Pupillen zum Beispiel leuchten. Das heißt, sie machen einmal kurz die Augen zu. Das nervt ihn jetzt. Ja. Das nervt ihn jetzt richtig. Das heißt, sie stellen sich einfach nur gerade hin, machen die Augen zu. Wenn ich sage, sie sollen die Augen öffnen, machen sie schlagartig halt auf und gucken mich einfach an. Okay. Augen öffnen. Okay. Jetzt habe ich geschielt. Aber wie gesagt, ich bin auch sehr müde. Ich hoffe, das verfälscht das Ergebnis nicht. Wir würden jetzt noch mal weitere Tests machen. Sie stellen die Füße zusammen, machen die Arme weit auseinander. Jetzt könnte ein bisschen strenger werden, ne? Genau. Der Finger-Nase-Test. Das heißt, Sie berühren nur mit der Fingerspitze Ihre Nasenspitze. Okay, also jetzt soll ich zur Nasenspitze. Genau. Ist auch ein Wunschbild für die Hand. Einfach mitmachen. Nicht so viel diskutieren, das bringt auch nichts. Also rechts. Rechts. Links. Kommandobimbele. Kommandobimbele. Links. Nochmal zurück. Links. Okay. Was ist so komisch? Weil ich mich kurz vergriffen habe. Muss ich. Ja, da hat er sich irgendwie so durchgemogelt, ne? Eigentlich hat er die ganz normal gut bestanden. Nee. Nee? Mm-mm. Kannst du ihm mal sagen, dass er nicht so eine hastige Bewegung machen soll, alles schön ruhig? Bleiben Sie mal ganz entspannt. Sie sind ein bisschen zu hektisch. Das Problem ist halt, es wird immer auffälliger. Das sind die neuen Anzeichen, die für uns den Verdacht geben, da könnte noch was im Spiel sein. Aber der Kollege macht den Test hier mit Drogen. Also jetzt haben Sie noch die Chance halt, selber jetzt kommt noch ein Drogentest, oder wie? Warten Sie mal, lassen Sie mich da erst mal ausreden. Ja. Wir haben jetzt noch mal die Chance, mir zu sagen, was war jetzt in den letzten 3-4 Tagen, weil das können wir über den Bluttest zweifelsfrei nachweisen. Haben Sie irgendwelche Drogen konsumiert? Nein. Nein? Nein. Gut. 12:30 Uhr. Dann nehmen wir Ihre Aussage noch mal so auf. Ja. Gut. Wir würden jetzt noch einen Test mit ihm machen, nennt sich Drug Wipe Test. Und würden einmal testen, ob da irgendwelche Rückstände von Drogen sind. Drogen? Ja, wie am Flughafen. Wenn... Genau. Geben Sie mir Ihre Handflächen nach vorne. So. Darf ich an die Fahrzeuge herantreten? Bitte. Ein Kollege von mir hatte das am Wochenende. Ja. Klingt nach einer schwachen Ausrede. Hat der Katzen? Eher nicht. Ja, ich habe Katzen. Sie haben Katzen? Ja. Naja, riecht man, ja. Na, das riecht nämlich auch so ein bisschen im Auto danach. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal wurde Schmitty misstrauisch. Sie Bodycam da? Ist das so eine Bodycam? Ja, richtig, genau. Die jetzt in Deutschland auch? Oh, der ahnt was, ne? Ja, scheiße. Mhm. Die laufen so jetzt beide, die Bodycams. Genau. Dann hat er sich nach Kameras umgeguckt, oder? Oh, das hat genervt, ey. Alle sind hinter ihm her, ne? Klar, wollen unbedingt Aufnahmen anfertigen vom Schmidt. Aber wir wollten ja wirklich Aufnahmen von ihm anfertigen. Ach ja. Ja. Jetzt gar nicht böse gemeint, für mich kommt das vor, also es ist wie versteckte Kamera. Ich hab heute 18 Uhr Feierabend, ich hab mir keine Zeit für versteckte Kamera. Also. Aber was denkt Schmidt auch, wer ist, dass da irgendwie Barbara Schöneberger im Van sitzt und sich da ins Fäustchen lacht? Richtigen Verfolgungswahn, ne? Ja. Völlig plemplem, ne? Ja, eine Meise, ey. Komm schon her. Und dann waren die Testergebnisse fertig. Sie sagten, Sie haben nichts genommen. Wir können selber sehen. 2 Streifen. Macht für mich eher den Eindruck, da stimmt irgendwas nicht. Haben wir ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Kann nicht sein.
Also gut. Wollen Sie das nochmal ausprobieren? Weil das kann einfach nicht sein. Wir haben jetzt den Verdacht, sag mal, dass Sie doch Drogen konsumiert haben. Jetzt sind Sie ja im Bereich, sag mal, einer Straftat, Verdacht einer Straftat. Sie brauchen sich dazu jetzt nicht weiter zu äußern. Gott. Gut, wir wollen uns jetzt gerne das Auto angucken. Haben Sie was dagegen, wenn wir das jetzt durchsuchen? Nach Drogen? Ja. Ja. Ja, nein, habe ich nichts dagegen. Sie haben nichts dagegen? Nein. Ansonsten rufen wir ganz gerne den Richter an. Wann kommt denn der Bereich, wo ich jetzt wirklich dann auch so Probleme kriegen kann? Also wo Sie sind jetzt schon in diesem Bereich. Wir suchen ein Fahrzeug? Hierzu setzen wir dann den Hund ein, weil der sagt wo uns wo ist denn der Hund? Jetzt kommt der jetzt Hund. So, Sie dürfen gerne hier rantreten. Kommen Sie ruhig näher ran. Hast du keinen Bock, der hasst das alles. Muss ich das zulassen, dass der Hund jetzt durchs Auto klettert? Sie hatten dem ja zugestimmt. Wenn Sie das jetzt wieder rufen, rufen wir gerne noch einen Richter an. Genau, wir rufen einen Richter an. Ändert nichts an der Maßnahme. Wir machen wir schnell. Haben Sie uns was zu erzählen? Haben Sie uns denn irgendwas noch zu erzählen? Hallo, Herr Schmitz. Haben Sie uns noch irgendwas zu erzählen? Nee, ich bin einfach nur schlecht geschlafen. Und das hab naja, Sie wirken ein bisschen neben der Spur, muss ich ganz klar sagen. Ja, sie wirken so ein bisschen neben der Spur letztendlich. Ja, natürlich. Wie sieht's aus? Wer wirkt interessiert? Wie, der wirkt interessiert? Also wenn jetzt irgendwas im Fahrzeug ist, sagen Sie es. Ich wüsste nicht, was. Thema mal mit Heroin gehabt? Schon mal Kontakt mit Heroin gehabt oder so? Ja, sorry, wir haben da schon jetzt andere Sachen erlebt, wissen Sie? Also von daher. Gut. Also er war interessiert, gerade an der Fahrerseite. Da haben Sie aber nichts. Da er da aber Interesse dran hatte, schließe ich nicht aus, dass da irgendwo doch Drogen sein können. Demzufolge werde ich dieses Fahrzeug jetzt beschlagnahmen. Da der Test auch positiv war bei Ihnen, ja, werden wir auch Sie mitnehmen zu einer Gefangenen-Sammelstelle. Da wird dann eine Blutentnahme vorgenommen werden. Es waren zahlreiche Tests jetzt daraufhin positiv. Welche waren denn jetzt positiv? Feierabend. Also dann können wir vielleicht das mit der Hand noch mal machen, weil es... Ja, jetzt ist Feierabend. Wir nehmen Sie jetzt mit. Sie sind ja verpflichtet, mir zu sagen, ob ich dem zustimmen muss. Oder? Nein, dazu nicht mehr. I hurt myself. So, dann einmal die Finger dran, genau. Meine Güte, das ist so absurd. Ja, es ist, ja gut, aber wir haben die Erfahrungswerte, von daher. Messer, Handfeuerwaffe, irgendwas. Messer. Gerade aus dem Büro und jetzt Handfeuerwaffe, irgendwas. Nee, die Leute Totschläger. Gucken. Totschläger haben sie auch nicht. Was haben die hier? Wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass Sie jetzt bei uns im Fahrzeug mitfahren, lege ich Ihnen die Handfesseln an. What have I become? Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Können Sie gerade einmal Hand auf den Rücken führen? Sweetest friend. Oh, Sie nehmen fest. So, wir gehen jetzt hin. Sie gucken sich immer noch so nervös um. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt bei Ihnen nicht. Zum Ablauf, ich stecke bitte ein. Fallen Sie zu Gesa? Zu Gesa. Wir fangen an der Sammelstelle. Das ist alles ein Missverständnis. I will let you down. Thomas, wir haben einen Blumenstrauß für dich. Entschuldigung, vorbereitet. Wir haben einen Blumenstrauß für dich. Komm mal raus, Schmidti. Ja, wollen wir, aber du musst erst mal raus. Nein, wir wollen die jetzt noch nicht abmachen, die Dinger. Schmidti kann Gefühle nicht so gut regulieren. Gar nicht. Wir wollen dich umarmen. Wegen Eigensicherung. Ich hab's geahnt. Die ganze Zeit noch gefühlt. Hier, das für dich. Und der hat sich, glaube ich, extrem gefreut, als wir dann kamen und gesagt haben, das war alles gar nicht echt. Und hat mich aus Dankbarkeit erst mal mit der Faust geschlagen. Hauen darfst, aber dann darf man sich hauen. Ja, ich denke, erstmal ist da auch von Schmidti jetzt mal ein großes Dankeschön fällig, das wir natürlich auch annehmen werden. Gern geschehen, können wir sagen, an der Stelle. Ja, bei dir weiß ich, da komme ich nicht ran. Ne? Hier kann ich höchstens so ein bisschen auf den Sack rein. Aber du, mein Freund, ich glaube, da habe ich noch einen. Darf man mir so drohen? Ja, es ist ein Geschenk. Jo. Gut, tschüss, Schmidti. Ist wohl besser, dass wir heute getrennte Wege gehen. Das dürft ihr auch gerne als Drogen verstehen. Witziger Vormittag, ey. Hat so einen Spaß gemacht. Ein Donnerwetter erwartet uns jetzt, aber da müssen wir durch. Tschüss. Ich hab irgendwie Angst, weil er mir so gedroht hat. Ja, das ist auch ernst zu nehmen. Das ist ein richtiger Psychopath. Also, nochmal an dich, lieber Schmidti. Ich hoffe, dass du das mittlerweile auch also positiv sehen kannst alles und dass wir auch demnächst mal wieder ins Gespräch kommen und mal wieder miteinander plaudern auf dem Flur.
dein Glas. Na gut, ne? Top.